Jetzt gibt es wieder das Kneipenduell hier aus der Mercury in Braunschweig. Und wir reden heute über die Klimakrise und die Bauern. Und heute ist einer da, der es wissen muss, Ulrich Löhr. Du bist stellvertretender Vorsitzender des Niedersächsischen Landvolkes. Das ist die Interessenvertretung der Bauern. Hast auch einen Bauernhof hier im Braunschweiger Land. Du musst es also wissen. Und wir schauen auf strengere Umweltschutzauflagen und niedrigere Marktpreise für die Produkte der Bauern. Und wir fragen, seid ihr Bauern eigentlich Opfer oder seid ihr auch ein bisschen Täter? 10 Minuten, jetzt geht's los. Ulrich, ihr Bauern seid gerade überall auf den Straßen der Republik mit euren Treckern zu sehen. Ihr demonstriert unter anderem auch gegen strengere Umweltschutzauflagen. Gleichzeitig wollt ihr ja von der Gesellschaft mehr Wertschätzung für eure Arbeit, für eure Produkte. Der Gesellschaft ist aber Umweltschutz sehr wichtig. Ist das nicht so ein bisschen gegenläufig? Schadet euch das nicht mehr, der Protest, als dass er euch nützt? Nein, ich glaube nicht, dass der Protest uns schadet, denn wir machen deutlich, ganz klar, wir sind für Umweltschutz. Wir sehen auch, dass es an der einen oder anderen Stelle durchaus auch noch Luft nach oben gibt, was Umweltschutz, was Biodiversitätsmaßnahmen angeht. Und sind da also offen für den Dialog mit der Bevölkerung. Aber letztendlich ist es so, dass wir sagen, wir müssen am Ende auch so wirtschaften können, dass wir davon leben. Jetzt war ja ein bisschen Auslöser auch der Proteste, wo ihr Bauern sagt, jetzt reicht's. Die Aufforderung, dass ihr oder die Auflage, dass ihr weniger düngen sollt oder müsst. Ja? Aber das ist ja auch eine Vorgabe, die kommt aus der EU, die ist nicht ganz neu. Das Problem, dass wir die Böden stark düngen, ist ja länger bekannt. Warum jetzt die Panik? Und der Unmut der Bauern? Also, natürlich ist diese Problematik länger bekannt. Erstens ist es so, dass wir 2017 schon eine Verschärfung der Düngeverordnung hatten. Wir haben statistische Zahlen, dass die jetzt auch schon unglaublich zieht. Wasser hat aber eben ein sehr langes Gedächtnis. Bis sich das in Nitratwerten weiter unten auswirkt, dauert es eben ein bisschen länger. Und unsere Forderung ist, lasst das, was 2017 beschlossen ist, erstmal wirken. Und da sind wir auf einem guten Weg. Zweitens ist es so, dass all diese Messungen, die gemacht werden, rein fachlich auf sehr, sehr tönernen Füßen stehen. Und wir sagen, wenn wir von Messungen beeinträchtigt werden, dann müssen sie valide sein und sie müssen auch von uns bedingt worden sein. Nicht jede Messstelle, die letztendlich rot ist, also erhöhte Werte aufzeigt, ist von der Landwirtschaft beeinflusst. Da, wo wir letztendlich beeinflusst haben und beeinflussen, da muss weniger gedüngt werden, da müssen Maßnahmen ergriffen werden. Aber wie zum Beispiel, wenn Messungen auf alten Mülldeponien stattfinden oder wie in Riddagshausen in der Nähe der Schlammdeposition der Riddagshäuser Teiche, da ist Landwirtschaft nicht für zuständig und da wollen wir dann auch nicht für haften. Wer ist denn aus eurer Sicht der Hauptemittent für Nitrat im Grundwasser? Also es gibt mehrere Gründe. Woher kommen die hohen Werte? Es gibt mehrere Gründe. Es gibt ganz klar auch Nitratmessstellen, insbesondere auch in den Regionen, wo sehr, sehr intensiv Tierhaltung betrieben wird. Also ich nenne es einfach mal westlich der Weser, Kloppenburg, Emsland etc. Da ist es auch an der einen oder anderen Stelle mit der Tierhaltung übertrieben worden. Muss ganz klar gesagt werden, auch da gibt es durchaus Messstellen, wo Landwirtschaft für zuständig ist. Und es gibt aber letztendlich gerade auch unter der Stadt Braunschweig, denn die Braunschweiger Innenstadt ist sogenanntes rotes Gebiet, das heißt nitratsensibles Gebiet mit erhöhten Messwerten. Und mir ist nicht bekannt, dass auch nur 1 Kilogramm Mist in den letzten 30 Jahren in der Braunschweiger Innenstadt abgeladen worden ist. Jetzt sagen aber eine ganze Menge Studien und auch das Umweltbundesamt, also ihr, die Landwirte, seid eben Hauptemittent der Nitratbelastung in den Böden im Grundwasser. Ist es da nicht so ein bisschen leicht zu sagen, wir bleiben bei den alten Werten, die sollen erstmal wirken und wir wollen jetzt nichts Neues machen? Das Grundwasser, das wird sich schon irgendwie erholen. Nee, das ist, da das ist ja nicht durch, so. Es sind du. Ja keine alten Werte, sondern es sind ja neue Werte, es sind neue Bedingungen, die sind jetzt erst 2 Jahre alt und insofern bin ich ganz fest der Meinung, dass wir das wirken lassen sollten und wir müssen auch unsere Pflanzen bedarfsgerecht düngen dürfen, denn wenn ich meine Tiere nicht bedarfsgerecht füttere, habe ich 2 Tage später eine Tierschutzorganisation bei mir im Stall, vielleicht sogar zu Recht. Wenn ich aber meine Pflanzen hungern lasse, staatlich reglementiert, dann soll das in Ordnung sein. Das verstehen wir nicht. Aber jetzt ist es ja so, dass diese Auflagen von der EU kommen und jetzt kann man ja schwer was machen. Also jetzt ist ja sozusagen nur die Frage, halte ich das ein, die Umweltschutzauflagen, oder gehe ich dann massive Strafzahlungen bis zu 800.000 Euro pro Tag ein, die am Ende dann auch der Steuerzahler tragen muss? Was sagst du dazu?
Was macht ihr denn jetzt mit den Dünger? Die Maßnahmen kommen letztendlich, die Vorschläge sind deutsche Vorschläge, die an die EU-Kommission gemacht worden sind, die gesagt haben, ja, wenn ihr das so macht, dann kann das so laufen. Das heißt, es hat nicht die EU gefordert, sondern es sind Forderungen, die aus dem deutschen Landwirtschafts- und Bundesumweltministerium gekommen sind. Und insofern ist das etwas zu hinterfragen, ob das Brüsseler Forderungen waren. Wir haben andere Ideen, die letztendlich das Gleiche bewirken, denn uns ist sauberes Grundwasser, Wasser ist das wichtigste letztendlich Lebensmittel, was wir haben. Für alle. Ist für alle, ne? Auch für uns Bauern, ganz wichtig, weil wir wollen ja in der nächsten Generation auch alle hier noch leben. Und insofern sind die Maßnahmen, die wir anstreben, die aber eine bedarfsgerechte Düngung beinhalten, die halten wir für besser. Du sagst jetzt bedarfsgerechte Düngung. Jetzt ist zu lesen, dass die Menge an Dünger immer stärker zugenommen hat. Das heißt, die Belastung der Böden wird immer stärker. Das ist ja nur eine ganz andere Richtung, was euer Verhalten und Umgang mit dem Dünger angeht, als das, was man vielleicht unter bedarfsgerecht vorstellt. Nee, es ist genau das Gegenteil. Die letzten 5 oder 6 Jahre ist der Anfall an Stickstoff, Phosphor und Kalium, das sind die wichtigsten Nährstoffe in Niedersachsen, sogar erheblich gesunken. Niedersachsen hatte einen sehr, sehr großen Überschuss an Stickstoff und der hauptsächlich bedingt auch durch die intensive Tierhaltung weiter im Westen war. Hier in der Region ist übrigens seit Generationen die sogenannte Teelöffeldüngung zu Hause. Hier düngt man schon immer sehr, sehr genau auf den Bedarf der Pflanzen und von daher fühlen wir uns da auch ein bisschen zu Unrecht. Gerade hier in der Region westlich Braunschweig, Hildesheim, Hannover, fühlen wir uns ein bisschen zu Unrecht an den Pranger gestellt, weil wir hier letztendlich auch für solche Dinge nicht verantwortlich zeichnen. Aber deswegen, statistisch gesehen, sinkt in Niedersachsen ganz erheblich dieser Überschuss, ist in den letzten 2 Jahren laut der neuesten Zahlen halbiert. Aber auch wenn wir trotzdem überall noch eben rote Gegenden haben, sozusagen mit einer sehr, sehr stark erhöhten Nitratbelastung, das ist ja auch ein Großteil Niedersachsens, also gut kann es irgendwie nicht sein, ne? Ja, aber Wasser hat eben ein langes Gedächtnis. Das, was wir heute düngen, ist letztendlich erst in, je nachdem, wie tief die Messstelle ist, je nachdem, wie der Boden durchlässig ist. Insofern sind diese Werte, die wir jetzt düngen, wahrscheinlich erst in 5 bis 10 Jahren unten im Wasser angekommen. Insofern muss man einfach nicht in Legislaturperioden und Umfragen denken, sondern man muss einfach in Logik denken. Und das gute Wasser, das Beste kommt noch, das gute Wasser ist auf dem Weg. Und selbst die Harzwasserwerke haben in ihren Wassereinzugsgebieten genau dieses Wort benutzt, das Beste kommt erst noch. Das heißt, das gute Wasser ist schon von oben auf dem Weg. Jetzt gibt es ja auch eine Verbindung zwischen Dünger und intensiver Landwirtschaft. Nämlich die Bauern sagen ja, auch die Bauernverbände sagen ja häufig, nein, wir müssen ja so arbeiten, weil die Märkte keine anderen Preise zulassen. Jetzt mal ganz einfach formuliert, ja, da müssen wir eben auch intensiv wirtschaften, eben auch entsprechend viel Dünger einsetzen. Müsstet ihr nicht eigentlich was für andere Preise tun? Müsstet ihr nicht einfach viel aktiver werden? Weil ihr klagt ja als Bauern auch über einen Markt, der so ein bisschen euch dazu zwingt, so zu produzieren, wie ihr eben produziert. Aber wo ist denn da eure aktive Haltung, auch die Märkte zu verbessern, das Angebot zu verbessern? Ihr seid immer aus Sicht sicher der ein oder anderen Verbraucher so einer klagenden Position. Vielleicht in so einer Opferhaltung auch. Ja, auf der anderen Seite ist es so, wir leben in einer Welt mit offenen Märkten. Wir leben vom Im- und Export in der gesamten Wirtschaft, in der gesamten Gesellschaft. Und da kann Landwirtschaft sich leider nicht von abkoppeln. Insofern müssen wir damit leben, wenn wir in Deutschland höhere Preise hätten, würde das sofort Ware aus dem Ausland vermehrt anziehen. Und mit den Märkten, so wie sie sind, also letztendlich ungeregelten Märkten, in die hat man uns die letzten 15 Jahre entlassen. Wir haben früher unter der Käseglocke gelebt. Das ist vorbei. Und ich bin der Meinung, wir müssen mit diesen Märkten leben, wir müssen dafür produzieren können, aber man muss uns eben auch die Werkzeuge dafür lassen. Aber Uli, das ist ja auch so, dass das jetzt auch andere Industrien, wenn ich das mal als Wirtschaftszweig, als Industrie bezeichnen will, es betrifft ja ganz viele Industrien, dass die mit ausländischer Konkurrenz arbeiten und auch leben müssen. Die können dann ja auch nicht nur sagen, ja Mensch, das ist irgendwie alles ungerecht, früher haben wir da mit der Abschottung leben können, da waren nur unsere Produkte auf dem Markt, also das betrifft ja viele. Und die schaffen es dann doch irgendwie auch höhere Preise zu rechtfertigen für ihre Produkte als die von ausländischen Produkten. Also müsst ihr nicht viel stärker Informationskampagnen machen? Ich weiß nicht, also irgendwie irgendwann mangelt es doch, an irgendwas mangelt es doch. Ja, da wo Deutschland gut ist, hat Deutschland auch oft einen Namen. Wir haben einen mittelständischen Autohersteller ein bisschen östlich von uns, der hat einen Namen. Da kaufen die Leute einfach auch, geben mehr Geld aus, weil der dieses Emblem vorne dran hat. Getreide ist zum Beispiel ein austauschbares Gut. Fleisch ist auch ein austauschbares Gut und ist auch schnell und weit zu transportieren. Hat also in dem Sinne keinen Markennamen. Und dieser Sache einen Markennamen zu geben, ist ein schwieriger, langer Prozess. Wir sind in intensiven Gesprächen, auch gerade im Tierbereich, mit dem Lebensmitteleinzelhandel, haben diese sogenannte
Initiative Tierwohl aufgemacht, wo wir weniger intensiv wirtschaften, weniger Tiere pro Quadratmeter haben und der Lebensmitteleinzelhandel uns dafür Geld zahlt. Das ist eine tolle Sache, weil wir mit jemand verhandeln, der uns eigentlich nicht das Schwarze unterm Fingernagel gönnt, aber ein super zuverlässiger Verhandlungspartner ist nach Vertragsabschluss. Wort ist ein Wort. Aber es gibt ja eine ganze Menge Bio-Labels auch. Ich will die jetzt gar nicht in der Sendung nennen, wir wollen jetzt keine Werbung dafür machen, aber es gibt ja sozusagen auch Marken, Namen und Labels, die man ja auch vermarkten kann, also damit entsprechend auch Preise durchsetzen. Also das geht ja schon. Du sagst, Fleisch hat keinen Fleisch und sozusagen Getreide, die haben kein Markenlabel. Also irgendwie geht das schon. Man kann Dinge unter dem Label vermarkten. Geht schon. Gibt's ja auch. Das funktioniert. Bio ist übrigens auch ein toller Markt. Aber Bio ist und wird eine Nische bleiben. Wir haben einen Bereich von 10-15% der Bevölkerung, die bereit ist, etwas mehr auszugeben. Wir haben vielleicht 5%, die bereit ist, richtig viel mehr Geld auszugeben. Wir haben auch einen Teil der Bevölkerung, die sind nicht in der Lage, mehr Geld auszugeben. Und im Moment ist es so, dass zum Beispiel Biomilch nicht mehr absetzbar ist, weil der Markt voll ist. Also es gibt jede Menge Betriebe, die auf Bio umstellen wollen, aber nicht können, weil die Molkereien sagen, wir nehmen nicht mehr Biomilch ab, wir machen uns den Markt sonst kaputt. Aber jetzt habt das ja, ich mache mal ganz kurz den Wecker aus, jetzt habt das ja eigentlich vergleichsweise etwas ketzerisch gesagt, komfortabel, denn ihr bekommt ja auch noch Subventionen, direkte Zahlungen, die auch ein bisschen die niedrigen Marktpreise vielleicht ausgleichen sollen, bekommen ja andere Wirtschaftsbereiche, andere Industrien in der Form nicht. Was sagst du denn dazu? Ist das nicht auch irgendwie ein bisschen ungerecht gegenüber anderen Teilen der Gesellschaft, der Wirtschaft? Ja, also wenn es gut läuft, dann sind die Gewinne von VW toll. Und wenn es schlecht läuft, kriegen sie eine Abwrackprämie. Sie kriegen jetzt auch höhere Zuschüsse und Prämien für E-Autos. Also insofern sind die auch nicht ganz frei. Diese Prämien und Gelder, die wir bekommen, sind letztendlich auch ein Ausgleich dafür, dass wir mit schweren Gummistiefeln in ein 100-Meter-Rennen mit Leuten laufen, die das neueste Produkt von dreistreifigen Sportartikelherstellern haben. Das kann man nicht gewinnen. So. Jetzt kurz mal ganz zum Abschluss, allerletzte Frage. Du hast ja selber auch einen Hof, bist ja Bauer in der Region Braunschweig, hast, glaube ich, einen kleinen Betrieb. Jetzt wird ja auch gesagt, viele schließen ihre Betriebe, finden keinen Nachfolger. Was verdient man denn so als Bauer? Was erwirtschaftest du so pro Jahr? Kannst du das sagen? Mit welcher Größenordnung? Also Zahlen sind einfach schwierig zu nennen. Also wenn ich die Gewinne nenne, dann klingen die immer relativ hoch. Davon sind aber logischerweise Steuern. Nenn mal so eine Größenordnung. Also ich sag's mal so, 60.000 bis 70.000 Euro, das klingt erstmal sehr viel, aber davon muss ich Nettoinvestitionen bezahlen, davon bezahle ich meine Krankenversicherung und davon bezahle ich zum Beispiel auch dieses sogenannte Altenteil, also meine Mutter, mein Vater, die auch noch auf den Betrieben mitleben, die ich also auch mitbezahlen muss zum Teil. Und insofern ist das, was ich am Ende zur Verfügung habe, durchaus übersichtlich. Okay, danke dafür die Offenheit und Transparenz. An der Stelle auch eine Frage an die Kneipenduell-Zuschauer und Zuschauer. Habt ihr Fragen an Uli? Wie seht ihr das? Kauft ihr direkt beim Bauern? Da gibt es ja auch Direktvermarktungswege. Und wie seht ihr eigentlich die Bauernproteste, die überall hier im Land zu sehen sind? Schreibt's, kommentiert das Video oder kommentiert das Video und liked's, wenn es euch gefallen hat. Und Uli, tausend Dank fürs Mitmachen. Ja, gerne. Hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Okay.